Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action Teddy und Co. Und heute mit Co. Und zwar mit den Sachen von Karin Jettenmeier mache ich mit euch zusammen einen Engelsanhänger. Dafür brauchen wir einmal einen Nietstift. Sie hat hier diese Nietstifte in dem Set drin gehabt mit 5 cm Länge. Das ist eine ideale Länge. So, und dann nehme ich als erstes eine Sonnenkugel und stecke die darauf. Und dann habe ich hier diese Perlenkappen, die ich von das kleine Schnäppchenwelt habe. Und da nehme ich jetzt hier mir eine schöne Glaskugel zu. Dann nehme ich eine Perlenkappe. Die Glaskugel und wieder eine Perlenkappe. Dann nehme ich ein schönes Rondel, die gab es ja auch bei ihr. Und guck noch mal, ob ich noch so eine schöne Glaskugel habe. Ja, nehme ich hier noch so eine schöne Glaskugel drauf. So sieht das schon mal aus. Und jetzt nehme ich einmal so ein Engelsflügel. Sie hatte ja diese schönen Engelsflügel in diesen transparenten, in dieser transparenten Art. Jetzt brauche ich noch so ein kleines Rondel, so ein Kleinstraßrondel. Und ich nehme so eine Kugel hier, so eine Glaskugel als Köpfchen und darauf kommt noch einmal ein Rondel für die Haare. Ratzifatzi habe ich schon mal den Engelsanhänger soweit fertig. Jetzt kommt das mit dem Karabiner, der ja ran muss. Dafür, ich will mal gucken, ob ich das hoffentlich gut in die Kamera kriege. Dafür muss ich das Stück hier erstmal nach hinten biegen, damit ich dann so eine schöne Schlaufe machen kann. Jetzt nehme ich das hintere Stück und biege das nach vorne, dass ich so eine Schlaufe kriege. Und nehme den Karabiner jetzt und hänge den schon mal rein. So, dann habe ich den schon mal rein. Dann muss ich das weiter nach vorne biegen. So, dass ich hier so eine Schlaufe kriege. Ich hoffe, das ist so zu erkennen. Und jetzt muss ich nur noch die Schlaufe zusammendrücken. So. Und jetzt ist die Schlaufe zusammen. Und jetzt kann nämlich auch der Karabiner nicht mehr abgehen. Ich hoffe, ihr konntet das gut erkennen. So, und jetzt mache ich noch so ein Kärtchen dazu. Das zeige ich euch auch, wie ich das mache. Da kommt das einmal hier zur Seite. Und aus den Blöcken, aus den 30,5 mal 30,5 Blöcken von Action, gibt es ja immer diese Anhänger. Und den benutze ich jetzt. Den schneide ich mir jetzt einmal hier aus. So abschrägen. Die eignen sich da sehr schön für die Engelchen. So, und hier unten noch einmal abschneiden. So, dann haben wir den schon mal ausgeschnitten. Und jetzt mache ich mit diesem Tool hier, das ist auch von Karin Jettenmeier, Ideen mit Herz. Da sind drei so eine, ich sag mal, Bolzen drin. Und ich habe jetzt den kleinsten und da braucht man bloß, da wo man das Loch denn haben will, einmal runterdrücken und schon ist da ein Loch drin. Und das Schöne ist, dass man ein Loch dahin machen kann, wo man das gerne hin haben möchte.
Jetzt nehme ich diesen Draht hier. Das ist auch von Action. Da schneide ich mir so ein kleines Stück ab. Dann mache ich damit eine Schlaufe. So. Und das, die beiden Enden stecke ich hier durch. Ach so, vorher mache ich noch den noch mal ran. Brauche ich dann nachher nicht so rumtüdeln. So, genau. Dann stecke ich die beiden Enden durch. Und dann mache ich das ganz einfach so, wie so, die Brunde toben gerade. So, dann biege ich das einfach hier hinten auseinander. So. Und damit sich da hinten keiner dran verletzt, nehme ich ein bisschen Tesafilm und klebe das darüber. So, dann ist das sicher. Und so ist der Engelsanhänger einfach schön gestaltet und auch schon mal mit so einem Kärtchen sieht das einfach noch schöner aus. So, dann habe ich einmal dieses Kärtchen habe ich jetzt mit euch zusammen gemacht. Balu, was hast du denn jetzt vor? Nee, du musst da jetzt kein Blödsinn machen. So, dann habe ich noch mal dieses Kärtchen gemacht. So einem Anhänger und noch mal hier dieses Kärtchen und der ist auch richtig schön geworden. So, und dann habe ich noch mal so gestern Abend beim Fernschauen habe ich mir dann auch mein Tablett genommen, das übrigens von IKEA, das Tablett, was ich da hatte, und da habe ich jetzt auch die Perlen genommen hier von Dieters kleine Schnäppchenwelt, die dabei waren. Und dann habe ich einfach Engelchen in verschiedenen Formen gemacht. Die sind noch. Und das macht unheimlich viel Spaß, diese Engelchen zu machen. Und ich finde, das sind so richtig tolle kleine Geschenke für den Postboten, wenn man zum Kaffee eingeladen ist. Wenn man ein Paket verschickt, da einfach nochmal so ein Engelanhänger mit rein. Einfach für viele liebe Menschen als kleines Dankeschön hat man dann immer so ein kleines Engelchen parat. Und ihr seht ja, wie schnell man die machen kann. Ne? Ich glaube auch das Set hier mit diesen 400 Engelsflügeln, ich glaube, das gibt es auch noch bei QVC. Die sind wirklich richtig, richtig schön. Ja, jetzt gehen diese Engelanhänger, die ich mit den Karten schon fertig gemacht habe, jetzt zu Joe auf seinen Arbeitsplatz. Und er macht damit die kleinen Säckchen, wo die rein sollen. Dann beplottet er das noch. Da wird er bestimmt ein Video machen und euch das zeigen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust, sowas auch nachzumachen. Ist schnell gemacht, ist eine tolle Geschenkidee und man hat immer kurz was zu Hause, wenn man schnell mal ein Geschenk für jemanden braucht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz, ganz liebe Grüße und ich hoffe, bis nächstes Mal. Ciao!